Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Come Deliverance. Ein neuer Stream, ein neues Glück und wir werden im Morgengrauen jetzt erstmal ein Banditenlager ausplündern. Das kann was werden, weil ich nicht geübt bin gerade. Bin ich eingespielt. Fett Edding ins Gesicht? Ja, geil. Ich dachte, wir mit ordentlicher Farbe, Kater, den Bart von Gimli anmalen, aber okay. Hey, in die Zwerge färben sich auch die Bärte. Zwar mehr die dritten, aber gegen Ende der Reihe bisher, also der bisherigen Bücher, die Reihe ist, glaube ich, noch nicht zu Ende, hoffe ich zumindest, sind die dritten auch nicht mehr so schlimm. Haben sie ihre Fehde begraben. Die Frage ist, wo ist das Lager hier? Ich könnte auf eigene Faust losgehen. Da ist Mohn. Haben wir genügend Pfeile? Wir haben ausgerüstet 36 verbesserte Wundpfeile, sehr gut. Oder Wundpfeile. Jenbacher Bartblau. Ja, hast du eine Ahnung, ne? Kater, hast du eine Ahnung? Hä, wo gehe ich denn hin? Ist doch richtig das A hier, oder? Oh, nein, das war das rote A, dem ich folgen muss und nicht das grüne A. Mein Pferdchen kommt nicht. Pferdchen, du sollst porten. Alle sagen Hallo Melli, Schatz. Und fuchteln dir zu. Ich weiß nicht, ob du das siehst, deswegen habe ich es dir gesagt. Du schreibst sogar. 30 Min gehen nicht, es geht maximum 720 Sekunden. Okay. Ach so, wird wer 30 Minuten Timeout, ach so, Timeout meint ihr, verpassen. Könnte passieren. Man kann immer noch 3 Timeouts hintereinander verpassen. Okay. Ja, durch den Bach ist vielleicht nicht so die beste Idee. Wenn wir verfolgt würden, wäre das vielleicht eine ganz gute Idee. There they are. Da sind die kleinen Schweinebärchen. So, mal gucken. Es ist der Morgen, der graut. Und es wird gerade heller. Das ist sehr schön. Dann sehen die Leute auf YouTube auch ein bisschen was. Was hängt hier? Versuchen wir mal, die Banditen hier zu erledigen. Warum hängt hier einer so ein Zweig an den Baum? Komisch. Das sind die definitiv. Okay. Das Dumme ist, ich komme gerade von unten am Berg. Das heißt, ich werde eigentlich relativ schnell entdeckt. Und habe keine gute Schützenposition. Ja, ein interessanter Ort, ne, das Banditencamp. Hallo Waschbärmampfkuchen. Schön, dass du reinschaust. Zu Kingdom Come und wir überfallen gerade ein Banditencamp, hoffentlich. Eigentlich habe ich eher das Gefühl, die werden uns zerhacken, aber okay. Sollte passen. Ganz langsam anschleichen. Jetzt bin ich in der besseren Schützenposition. Oh ja. Oh, that's gonna be good. That is gonna be good. Wenn ich dem Typen einfach in den Rücken schießen kann. Am besten in den Kopf, das wäre am schönsten, aber... Rücken muss auch gehen. Yeah! Oh, er ist nicht tot. And he's dead. Yep. Der verblutet. Übrigens ist es sinnvoll am... Oh, der hängt hier in der Luft. Ist es sinnvoll am Morgen anzugreifen? Denn da sind die Wachen am unaufmerksamsten, weil sie... Oh, scheiße, das war der Schild. Sehr gut, dass das übrigens ihn schützt. Oh nein. Das ist der Anführer. Oh, scheiße. Oh, du auch mit deinem Alarm. Hör mal auf mit deinem scheiß Alarm. Zu den Waffen, hier rüber. Du bist auch so ein Feuerwehrmann, hä? Zu den Waffen, Leute, deine Freunde, Chef. Deine Freunde gehen gerade vor, hauen gerade ab, ne? Just saying. Hier drüben. Dad. Wo sind alle? Schnell! Ah, komm schon. Hat sich gerade bewegt, der kleine Drecksack. In den Bauch. Tot.
Also drei habe ich erwischt, zwei sind geflohen, wie es aussieht. Aber ganz ehrlich, wie egal ist mir das? Ich schwanke irgendwo zwischen extrem und gar nicht, weil ich von denen ja auch Ohren bekommen könnte. Aber Banditenohren sind eh nichts wert. Weil ich ja jetzt weiß, dass das nur über die Quests geht, was ich ziemlich blöd finde. Ich könnte einfach irgendwelchen Banditenohren abschneiden und dem vorhalten, der würde sagen, jo! Als ob dem das nicht scheißegal wäre. Welche Banditen ich hier kille? Hauptsache ich kille Banditen. So, so, die Söldnergespielin ist die beste Gespielin. Ja, komm, nehmen wir das auch mit. Wir haben den Platz. Da haben wir ein Ohr. Wo ist der Anführer? Wo ist der Anführer? Oh, hier spielt die Sonne gerade über den Hügel. Das ist sehr schön. Ich habe wieder ein paar Mal daneben geschossen, aber man merkt, dass die Pfeile besser sind. Wo ist der Anführer? Der kann nicht mehr aufgestanden sein, Leute. Das ist völlig unmöglich, meiner Meinung nach. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. Das wiegt viel zu viel. Aber gute, gute Sachen kriegen wir hier. Die richtig schön Money geben. Ja, die Jagdpfeile. Meh. Brauche ich eigentlich nicht, aber den verbesserten Wundpfeil nehmen wir wieder mit, wenn wir es können. Ich habe wieder Fallout gespielt, man merkt's. Ich werde den Banditenanführer noch suchen. Schade, dass die anderen nicht wiederkommen und versuchen mich zu meucheln. Ich würde die gerne auch töten. Feigen kleinen Penners. Wie sich der echt was von erhofft hat, ne, als er um Hilfe gerufen hat und dann alle so weg. Und ein Freund von ihm kommt so an, so, wo sind denn alle? So geil, ey, ich liebe es. Ja, die können wir behalten. Die Pfeile, vielleicht kriegen wir ja mal genug zusammen. Die gelten immer noch als geraubt, die, oder als gestohlen, die grünen Beinlinge. Bin sehr strange. Ganz schön lange schon. Okay. Läuft. So, ich will jetzt noch den Anführer haben. Der muss hier rumgurken irgendwo. Vielleicht habe ich ihn noch mehr hier umgebracht. Ich bin ja ein bisschen um die Bäume hier getänzelt. Ah, da liegt er? Nee, das ist er nicht. Was ist das? Oh, 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 der Bandit ist zurück. Wer ist da? Oh yeah. Was ist hier los? Ja, dein Ende ist los. Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Du Feigling bist abgehauen. Kein Wunder, dass keiner mehr da ist. Yep, dead. Ich gehe nicht, bevor ich nicht den Anführer gefunden habe, Leute. Ganz bestimmt nicht. Oh ja, die Spitzpfeile nehmen wir mit. Die Jagdpfeile sind mir egal. Aber die Wundpfeile will ich auch wieder haben. Und den Aufguss. Und das war's. So. Das war schön. Jetzt müssen wir nur noch den Scheißanführer finden. Der hat nämlich richtiges wertvolles Zeug dabei. Und nicht nur falsches wertvolles Zeug. Außerdem hat er auch ein Ohr, das ich haben will. Wo ist der Typ hin? Ich meine, ja, er ist auch den Berg runtergekugelt, aber... Nee, da ist er leider nicht. Ich hatte gedacht, ich habe ihn gesehen. Und sonst, hier im Bach liegt keiner. Kann schlecht die andere Seite wieder hochgekugelt sein, der Kerl. Aber ich sehe auch nichts. Seht ihr was, Leute? Jetzt reicht, wenn ich auch nur einen Atomschlag im Mutschi machen kann. Okay. Richtig schön Money? Ach so, Money im Sinne. Ach so, Money, ja. Money, Money. Wow, Kater. Es wird immer schlimmer mit dir. Oh. Wo denn? Hast du deinen Anführer gefunden? Hier drüben. Wo sind alle? Schnell. Wo ist er denn? Hey, ihr alle hier sammeln. Schlagt Alarm. Hallo.
Ich finde auch, er sollte Alarm schlagen. Wenn du mein Pferd schlägst, dann schlage ich deine Mutti. Da liegt der Anführer, okay. Zu den Waffen! Hier rüber! Da bist du! Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Hey! Ihr alle hier sammeln! Da sammelt sich keiner mehr, mein Freund. Hab ich ihn? Leider nicht. Niedergestreckt. So, es ist mir egal, wie weit er rollt. Deine Groschen nehme ich mir mit. Oh ja, deine Jagdschuhe. Die Jagdhandschuhe sind so gut, Leute. Die sind so gut. Das Wildschweinleder nehmen wir auch. So, und jetzt nur noch den Anführer und dann sind wir hier fertig. Haben wir doch alle bekommen. Ha! Man muss einfach nur warten. Wenn du mein Pferd schlägst, dann schlage ich deine Mutti. Oh, das war so klar. Du musst die 2018 nicht dranhängen, Kater. Das macht der Bot automatisch. Der gibt das sogar das genaue Datum, haut er dran. Haben wir genug Sattheit? Ja, noch ein bisschen zu viel, leider. Aber nicht mehr viel. Nicht mehr viel und wir können auch von ihrem Topf naschen. Wo ist er denn? Der lag doch hier rum. Ah, hier liegt er. Wo liegen sogar zwei? So, Banditenanführersporen, die brauchten wir nämlich unbedingt. Deswegen wollte ich auch ohne den nicht gehen. Denn ohne die Sporen gibt's hier nichts. Das ist nicht wert, das ist es wert. Ja, die sind es nicht wert. Aber die sind es schon wert, die Handschuhe. Was hast du für ein Schwert? So ein ordentliches? Oh, sieht so aus, jetzt so ein ordentliches. Ja, das ist ein ordentliches. Ordentlich genug. Oh, der treue Gefährte ist ein gutes Schwert. Okay, noch ein paar Ohren. Den Dolch brauchen wir nicht. Ist nicht genug wert. Das ist was wert. Wenn ich alles mitnehmen würde, Leute, dann wären wir so... Oh, noch ein Silberring. Noch so überladen. Silberring für Theresa? Maybe. Pferdchen. Pferdchen, Pferdchen. Hallo, hallo Pferdchen. So, wir haben was für dich, mein Pferd. Ja, das ist ein gutes Schwert. Oh, Schwert des Jägermeisters, das ist ja richtig schön. Und der treue Gefährte ist auch super. Okay, war gut, die einzusammeln. Armschienen, Beckenhaube. Leider können wir nur einen Ring tragen. Das ist halt der Cockring. Das finde ich so doof. Warum nur einen Ring? Guck mal, hier sind so viele Ringe. Der wäre sogar besser, so ein Silberring, als Biancas Ring. Aber ich kann Biancas Ring ja nicht einfach liegen lassen. Das ist ja Quatsch. Oh, warte, haben wir noch genug? Haben wir genug verbraucht? Eins fehlt noch. Was ist, wenn wir zwischen den Leichen nächtigen? Ja, zur Not nochmal den Dings überprüfen, sonst kann ich es auch lokal machen, Kater. Schreib mir es einfach nochmal im Discord. Weil unsere Energie ist ja nicht so toll. Wenn unsere Energie wieder gut werden soll, dann ist unsere Sattheit ziemlich weit unten. Und es wird ziemlich spät. Ich könnte aber auch einfach eine Stunde pennen und dann wäre es eigentlich ziemlich gut. Einfach mal, wisst ihr Leute, wir räuchern 6, 7 Banditen aus, ihre Leichen liegen hier überall noch rum. Erstmal eine Stunde pennen. Dann geht's einem gleich besser. Auch wenn es die beste Schlafstadt ist und wahrscheinlich Flo verseucht, aber who cares. So, jetzt gönne ich mir was von ihrem Topf. Sehr schön. Code Remove geht auch immer, Kater, ja. Also sollte. Das wird mir in dem Game schwerfallen, nur mitnehmen, was brauchbar ist. War in Skyrim schon so schlimm, bei den Draugrs oder Falmer immer wieder in die Höhle zurück und alles geplündert. Ja, das kenne ich auch, Sapsi. Aber es ist wirklich so, es bringt dir nichts, weil schaut mal, wir haben 8300 Groschen. Hätte ich alles immer mitgenommen, hätten wir jetzt vielleicht 8600 Groschen. Das macht keinen Unterschied.
Wenn ich aber die Sachen mitnehme, die zum Beispiel hier ein Gewichteinheit haben und dann 500 Groschen wert sind, das lohnt. Aber sonst irgendwas, was, wenn es 12 Kilo wiegt, also oder 12 Gewichteinheiten, aber nur 200 Groschen wert ist, das lohnt nicht. Da machst du pro Gewichteinheit 20 Groschen, ja, so finde ich nicht. Ja doch, 15 Groschen sogar nur oder sowas. Das ist gar nichts. Da kannst du Sachen mitnehmen, die sind viel, viel wertvoller und die lohnen dann auch mehr. Der ganze Kleinkram ist alles nur blödsinnig. Ich versuch mal das hier zu holen, noch die Wolke aufzudecken. Damit wir auch mal ein bisschen was von der Karte sehen. Die Karte ist nämlich echt schön. Ich muss mal gucken, ob man die irgendwie aus dem Game extrahieren kann. Einfach weil die echt toll ist. Obwohl, da gibt es ja auch Gebietskarten und sowas, ne? Auch immer so eine Sache. Ich könnte das Nest abballern, aber das will ich auch nicht. Außerdem sind die Pfeile zu wertvoll dafür, finde ich. Was bringt mir das, ne? So ein Nest niederzumetzeln. Für ein paar Pfeilchen. Ich reite in die falsche Richtung. Ich muss rechts hoch. Aber da komme ich nicht hin. Oh, aber so ein schöner Fluss hier nebendran. Oder kleines Bächlein. Das jetzt rot sein müsste vom Blut. Das fände ich cool, ne? Wenn man eine Leiche in den Fluss legt, die von jemandem, der gerade abgestochen wurde oder so. Oder jemand wirklich in einem Fluss absticht, dass man dann auch den Fluss rot färbt für eine Weile. Das wäre geil. Das wäre zumindest realistisch. Stimmt, Shiro, das wäre ein Versuch wert, aber sind ja nur zwei, die jetzt falsch sind. Da ist es nicht so wild. Ach so, wegen dem, ach so. Wegen den Quotes. Ja, wie gesagt, Kater, schreib mir es, ich ändere das, was du geändert haben willst. Das ist nur eine Aktivität, ne? Das ist keine Quest, also ignoriere ich's. Oh, so eine wunderschöne Weide. Hier sind wir schon gewesen. Ich erinnere mich hier dran. Reiten wir mal einen Fluss hoch. Und dann versuchen wir irgendwie rechts abzubiegen. Ich glaube nicht, dass er darauf reagiert, vor allem, weil ich es ausgestellt oder beziehungsweise nicht explizit angestellt habe, dass man ihn überhaupt unwhispern kann. Also ihr solltet diesen Account nicht unwhispern können. Aber sonst ist es ein eigener Twitch-Account, also mit allem, was drum und dran ist, ne? Was ich ein bisschen doof finde, ich wünsche, das würde der Bot so regeln oder beziehungsweise, ne, das Streamlabs so regeln, aber ja, die wollen wahrscheinlich keine Server dafür aufopfern, was auch verständlich ist. Ich komme hier echt nicht hoch, ne? Ich will da hoch, ich will nur diese blöde Wolke weghaben von der Karte. Scheiße. Ganz vergessen, da komme ich nie hoch. Scheiß Klippen. Verdammt. Blöde Büsche. Ich häng so fest hier. Ja. Oh, so immersive, was ich hier mache. Das ist so immersive. Ja. Die Umgebung ist so toll. Die gefällt mir echt immer mehr. Hallo, ja, ich erinnere mich an Sie, gute Frau. Da komme ich hoch. Jetzt bin ich zu früh gesprungen, ne? Das ist ja wieder meine wahre Freude hier mit dem Pferd. Können Sie mal das Fischhindernis hier beseitigen? Ich hätte doch einfach die Brücke nehmen können, ich bin so doof. Ein blödes Pferd, nimm die Hufe in die Hand und mach jetzt mal. Ganz schön störrisch, das Vieh, ne? Gut, es hat auch kaum Mut und gar nichts, also. Als Editor, oh Gott. Mach mich nicht fertig. Das machen wir ein andermal, Leute. Da können wir immer noch schauen, wie das funktioniert. So. Und mit ein bisschen Glück kommen wir heute noch nach Pribislavitz. Was schön wäre. Ich wollte nur echt diese blöde Wolke nicht loswerden. And there it's gone. Sehr gut. Wunderbar. So, und jetzt versuchen wir... Nee, da sind auch noch Aktivitätengeber, die ich nicht brauche. Wir könnten nach Thalenberg und noch eine Zwischenstation machen. Oder wir versuchen direkt nach Pribislavitz zu reisen. In Skalitz mögen sie mich übrigens noch, das ist schön. Versuchen wir mal direkt Pribislavitz hier anzusteuern. Mal gucken, was auf dem Weg passiert. Wir sind satt genug, Energie haben wir auch noch für eine Weile. Wir können dann in Pribislavitz nächtigen. Wir brauchen nur einen halben Tag, ist okay.
Was freut mich, dass der Bot doch ganz gut ankommt bisher. Aber oh, wir gehen echt durch Rovna dafür? Okay. Kann ich stoppen? Na, ich wünsche, ich könnte stoppen, damit ich die Wolke dann wirklich los bin. Indem ich den Weg jetzt selber reite, weil das bisschen hätte ich auch noch geschafft. Okay, unsere Energie ist ziemlich niedrig, aber es wird noch reichen, denke ich. Dass wir nicht gleich vom Pferd kippen. Okay, ich würde sagen, hier gehen wir zu Fuß. Unser Pferd kann hier grasen. Guck mal, es sieht doch hier viel schöner aus, wenn keine Banditen hier rumlungern. Twitch-Editor wäre bis jetzt nur Melli. Es kann einfach sein, dass ich ihm für den Bot die Richte geben muss, Shiro. Das reicht dann auch schon. Okay, aber leider sind die Leichen weggeschafft worden. Das finde ich nicht so gut. Hättet ihr nicht die Rüstung einfach ausziehen können, Leichen wegschaffen und die Rüstung liegen lassen? Oh, die Musik dazu ist ja echt cool. Waschen ist eine gute Sache. Okay, hier liegt noch viel Schund rum. Ein bisschen was zu essen. Ganze Kumanen-Kacke, die hier noch rumliegt. Oh, die haben das Feuer abgebaut. Oh, ein Langstreckenpfeil. Der ist von mir. Den behalte ich. Der Eibenbogen ist sicher auch ganz nützlich. Also ein bisschen was liegt hier noch rum von den Typen, die ich gekillt habe. Das heißt, aber wer hat den Mann von Divish gekillt? Okay, hier ist Gift drin. What? Da ist das Gift, dass ich den hätte einflößen können, Leute. Wow. Ja gut, hier wäre ich nie dran gekommen. Aber guck mal, hier sind alle Rüstungsteile oder sowas, die hier rumlagen. Just so wow. Lassen wir sie mal dort drin. Oh, da war aber ein ganz teures. 500, das Kettenhemd. Damn. Die Silbernsporen will ich auf jeden Fall mitnehmen. Nur für den Fall, dass ich gleich keinen Access mehr dazu habe. Dann wäre es schade, aber ich meine, who cares. Bevor ich mich hier komplett überlaste. Ich werde wahrscheinlich hier noch kämpfen müssen. Aber das Gift können wir auch gebrauchen irgendwann mal. Vielleicht können wir ja doch mal versuchen, so jemanden zu vergiften. Da hast du doch gleich... Da hast du doch, Leichen sind haben sie weggeschafft, Rüstung der Truhe deponiert. Ja, anscheinend. Finde ich gut, wenn dem wirklich so ist. Aber waren das alle? 894 war auch was, ehrlich. Hier stand auch Gift. I'm gonna kill myself. Okay, second playthrough, weiß ich, wo das Gift steht. Wow. Just so much wow. Just so much wow. Oh, Schlösserknacken ist höher. Sehr gut, hier sind auch noch ein paar. Oh, wenn wir das hier alles verticken können, Leute, dann sind wir rich. Really rich. So much rich. Wir sind Stufe 13. Ich glaube, wir haben nur noch 7 Level, oder? Ich weiß es nicht, was das genaue Max-Level ist. Ich möchte es auch nicht erfahren, aber 20 wäre einleuchtend. Und schade. Glück des Trunkenbolls, du kannst betrunken 30% leichter Schlösser knacken, verursachst aber 30% mehr Lärm oder geschicktes Händchen beim Knacken von Schlössern befindet sich der Startpunkt näher am Ende des Schlosses, wodurch es sich leichter öffnen lässt. Das ist cool. Dein Dietrich ist stabiler, das ist mir egal, ich habe mehr als genug Dietrich, ich nehme das hier, ich nehme geschickte Händchen. Damit wird Schlösser knacken um einiges einfacher. Die Pissgrube, wollen wir da nochmal rein? Nein, danke. Die müssen sich echt hier hingestellt haben, ne, hier und dann einfach mal laufen lassen. Ich meine, schlechte Idee ist es nicht. Vor allem ist es weg vom Essen. Was sehr wichtig ist. Und was in der Zeit noch nicht so wirklich verstanden wurde. Traurigerweise. Kohl brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sehr schön. Stiefelaxt. Schon wieder Gift. Wow. Ein kumanischer Helm. Vernietete Handschuhe. Aber wir haben hier so viel geilen Scheiß drin.
Ich meine, wir suchen eigentlich jemanden. Ich suche den die ganze Zeit in der Truhe, aber das ist normal, das passt so. Äpfel. Kloppen wir uns erstmal so viel Äpfel rein, dass wir satt genug sind. So. Energie fehlt uns immer noch, das ist nicht so schön. Aber schauen wir uns erstmal weiter um. Die kannten das Prinzip von Pippi nicht nom nicht? Naja, sie haben das... Sie haben jetzt nicht wirklich ihren Urin getrunken unbedingt. Obwohl das absolut in Ordnung ist. Kann man eine Weile lang machen, sollte man nicht die ganze Zeit machen. Aber ein, zwei Tage kannst du davon locker überleben. Und Urin ist generell komplett steril. Das Einzige, was daran nicht steril ist, ist das, was in der Harnröhre ist. Also, ne, der erste Schwall praktisch ist nicht steril, weil in der Harnröhre befinden sich Bakterien. Bei Mann und bei Frau, das ist völlig egal. Oh, aber das hier war wohl ein Stand für Scharfschützen. Oder Wachen. Ja, Wachen. Aber es wurde leider nicht verstanden, dass Exkremente jeglicher Form und Essen nicht nah beieinander liegen sollten. Später hat man dann mal gedacht, oh, was stinkt, ist schädlich. Und deswegen wurde das, was stinkt, nicht mehr mit dem Essen zusammengelagert. Allerdings war das aus falschen Gründen. Es war nicht, weil es stinkt, sondern es hat gestunken wegen den Bakterien. Und das haben sie nicht so verstanden. Es hat eine Weile gedauert, bis das kam. Ah, ich bin voll beladen. Hallo Pferdchen. Hier kann ich dir nichts geben. Ah doch, hier kann ich dir was geben. Und zwar den Eibenbogen. Jetzt nicht so gut, aber ist egal. Warum bin ich überladen? Und ich kann meinem Pferdchen die Gifte geben. Ja, viel Spaß, Pferdchen. Den unbekannten Trank. Den Met sollten wir einfach mal trinken, glaube ich. Den Branntwein auch, weil wir es können. Also Urin ist generell komplett steril, Kater. Nicht nur Großteil. Das, was wirklich nicht steril ist, ist das, was in der Harnröhre dann... Ah, da ist was. Ich habe einen Bug, Leute. Ich drücke nichts. Ich drücke überhaupt nichts. Bitte sag mir, dass der Bug nicht bleibt. Bitte sag mir, dass der Bug nicht bleibt. Einen Moment, Leute. Geht sofort weiter. Oh nein, ist synchronisiert. Wir machen kurz einen Cut. Bis gleich, Leute.